Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Was im letzten Part passiert ist, werde ich jetzt hoffentlich gleich hier zu hören bekommen. Ansonsten kann ich euch schon mal Folgendes sagen: Es ist Unglaubliches passiert. Phoenix Wright hat es tatsächlich geschafft. Er hat sich ein Glas Wasser geholt. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Wir beherzigten Inquisitor Flambergs Rat und machten uns auf zum Wirtshaus am Stadtrand. Dort trafen wir die Besitzerin, Frau Barbara Rossa. Alle ihre Kunden respektieren sie und ich verstehe, warum sie dies tun. Barbara Rossa sagte, dass sie und Flamberg sich in der Tat kennen. Gegensätze ziehen sich manchmal wohl wirklich an. Ja, sehr interessant. Ich habe übrigens mal geguckt, auch Vivian war hier schon öfters mal da. Das hat er mal in einem Prozess erzählt. Das ist schon ewig her, aber ich bin ja die ganze Zeit dabei, noch alte Videobeschreibungen nachzuholen, die ich noch schreiben muss. Wir beschlossen, dort zu übernachten. Der Professor sagte stets, dass ein ausgedrückter Kopf unbezahlbar ist. Sagt das Phoenix Wright oder Luke? Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Was wir auf jeden Fall nochmal machen wollten, jetzt nachdem wir vom Luke erfahren haben, dass die Parade nicht in 2 Wochen stattfindet, sondern heute, nachdem wir geschlafen haben, haben wir kaum noch Zeit. Denn es wurde ja gesagt, heute am Tag der Parade kommt es zum Prozess gegen die Großhexerkana, also gegen Sophie. Was ich sehr interessant finde, denn wir hatten bisher ja immer von den Kapiteln her was ausgeglichen ist. Das sollte heißen, wir hatten im 2. Kapitel den feurigen Prozess, der gegen Sophie natürlich. Dann im 4. Kapitel den goldenen Prozess gegen Maya. Jetzt sind wir gerade im 5. Kapitel, ein Hauch der Verzweiflung. Der kann ja nicht allzu lang sein, wenn wir bald schon, also heute ja eigentlich schon, erst müssen wir noch Hinweismünzen sammeln. Schon am heutigen Tag, dass es wieder zu einem weiteren Hexenprozess kommt. Deswegen kann ich mal annehmen, dass dann schon Kapitel 6 beginnt. Vielleicht so ein bisschen früher, aber egal. So, erst mit 3 Hinweismünzen sammeln und dann noch das versteckte Rätsel, was hier noch sein soll. Und ich habe schon gehört, das soll verdammt schwierig sein, habe ich mir sagen lassen. Ich bin sehr gespannt. So, jetzt könnte ich hier wieder rausgehen. Ich habe aber nicht die Lust dazu. Okay, die Skulptur, mit denen hat es schon mal nichts am Hut. Hier das Messer. Hier sind überall Messer an den Dingern. Hier vielleicht, ach, im Hochbett. Interessant. Dann mal sehen. Herr Wright, sehen Sie, da drüben ist ein Rätsel. Oh, ein Rätsel an so einem Ort? Man kann hier wirklich überall Rätsel finden, nicht wahr? Lösen wir es, Herr Wright. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wie viel Pikerat mag das wohl haben? So. Rätsel Nummer 43, Fliesenleger 2. 60 Pikerat. Ach du Scheiße. Okay. Alles klar. 60 Pikerat, das ist, glaube ich, von dem Pikerat-Wert her das beste bzw. schwerste Rätsel überhaupt. Diese Fliesen sind komplett durcheinander geraten. Sie sollten mit einer Schokoladenseite nach oben zeigen. Jedes Mal, wenn der Besitzer auf einem Feld landet, wird es zusammen mit den angrenzenden Feldern umgedreht. Außer es ist eine Trennwand zwischen den Fliesen. Manchmal braucht es mehr als einen Sprung, um alle Fliesen richtig zu drehen. Stampfe auf den Fliesen, bis alle passen. Okay, das klingt schon mal sehr schwer. Wie gesagt, es wurde mir gesagt, es wird sehr schwer, also ja. Berühre die Pfeile auf dem Touchscreen, um den Besitzer in diese Richtung springen zu lassen. Bei jedem Zug werden die Platte, auf der er landet, sowie zusätzlich die Platte oben, unten, links und rechts davon umgedreht. Oh Gott, Hilfe. Die Platten drehen sich nicht um, wenn sie durch eine Wand vom Besitzer getrennt sind. Drehe alle auf die richtige Seite, um das Bild aufzudecken. Benutze dazu das Steuerkreuz oder Stielpad. Das klingt schon sehr schwer, Leute. Das klingt jetzt schon sehr schwer. Weil wir haben dann nicht immer so viel Auswahl. Wir müssen von langer Hand Züge planen, so wie es aussieht. Okay. Können wir durch die Wand springen? Stopp mal kurz, das möchte ich mal ausprobieren. Ach, tatsächlich. Ah, das ist der Sinn des Ganzen. Ja, mal sehen, vielleicht haben wir ja Glück. Es soll alles schokobraun sein, ne? Ja, was heißt schokobraun? Egal. Ich spring mal hier hin. So, es ist nicht einfach, ne? Oder muss man echt drüber legen? Ich spring mal nach links. Ich arbeite mich mal von oben nach unten durch. Ich sehe auf jeden Fall schon, was es sein soll am Ende. So, flupp. Wobei, momentan sieht es ja gar nicht so schlimm aus, ne? Ich bin mir sicher, das ändert sich noch. So, mal gucken, was jetzt passiert, so alles. Oh, das wird echt nicht einfach, Leute. Auch wenn es gerade ganz gut aussieht. Es wird es nicht sein. So, wenn ich jetzt hier hochspringe. Okay, das ist echt schwer. Das weiß ich jetzt schon. Macht doch keinen Sinn, wenn ich jetzt wieder zurückspringe, ne? Ich find's schön, wie er springt. Doch, das ändert einiges, muss ich sagen. Aber sonst... Okay. Sieht sehr interessant aus. Jetzt muss ich überlegen. Eigentlich sieht es bisher ja ganz gut aus. So. Ich springe nochmal nach unten. Aber hilft mir jetzt großartig eigentlich nicht, ne? Jetzt komme ich ja nicht an das obere Feld.
Ich springe mal ein bisschen hin und her, weil ich es kann. So, hier mal hin. Oh, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, ne? Wenn ich mal ganz ehrlich bin, weil jetzt ist nur dieses eine Feld da. Gilt es jetzt, wenn ich da oben hinspringe? War es das? Nee, ne? Nee, das wäre zu einfach gewesen. Das wäre zu einfach gewesen. Oh, ich dachte schon, wir hätten es gerade gelöst, weil ich... Okay, ich habe gerade mich verguckt. Ich spiele die ganze Zeit hin und her, ich weiß. Aber man darf ja probieren, ne? Ich meine, so schlecht sah es ja gar nicht aus. Ich probiere noch ein bisschen, weil es verändert sich ja immer durchaus was. Okay, ich muss da sinnvoll überlegen. Ah, jetzt ist wieder oben nur das eine, ne? Ich sehe schon. Das ist echt schwer. Das ist wirklich schwer. Okay. Mir wurde nicht zu viel versprochen. Ah, jetzt ist noch das links übrig. Hm. So. Ich muss... Warte, wenn ich das jetzt mache... So, jetzt muss ich überlegen. Eigentlich sieht das gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich jetzt nach links springe. Überlegen. Dann ist die ganze rechte Seite weiß. Na, das bringt mir nichts. Muss ich so springen? Und dann mache ich so. Und das hilft mir auch nicht. Das ist wirklich schwer. Da hat man sich ja was ausgedacht. Aber ich möchte eigentlich ungern diese vier Felder verlassen, ne? Oh Mann, dabei sah es so gut aus. Ah, ich probiere mal das hier. So, springe ich mal nach oben und wieder nach unten. Oh, sieht auch nicht schlecht aus eigentlich. Oh, oh Mann. So, wie sieht's jetzt aus? So hatten wir es eben noch auch mal, ne? Ich springe jetzt mal nach oben. Was sollst? Was sollst? Na, meine Lieben, ich probiere es einfach mal aus. Ach, jetzt muss ich eh wieder nach oben. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir eben waren. Muss das noch ein bisschen anders aus. Ne, ich muss oben dann nach rechts und dann... Flop. Wenn ich jetzt nach links gehe... Das ist echt nicht einfach. Muss ich, also die 60 Pikarats sind berechtigt. Und jetzt kann ich ja so springen. Oh Gott, ist das schwer. Meine Fresse. Da hat man sich was ausgedacht, Leute. Aber ich darf die ganzen Platten nicht zu leicht voneinander entfernen. So, ich springe mal hier rüber, dann kann ich die links nicht mehr betreten. So, jetzt sind diese drei Felder frei. So, wenn ich jetzt so mache... Ich versuche die ganze Zeit verzweifelt irgendwas zu machen. Oh Mann. Das könnte noch eine Weile dauern, Leute. Ich probiere die ganze Zeit irgendwas rum. Hui, so. Jetzt haben wir die beiden oben da wieder. Nee. Jetzt sind wir wieder, wo wir eben waren. Oh Gott, das ist scheiße schwer. So. Ach du Schande. Jetzt sind wir wieder hier. Es ist immer dasselbe Muster. Ich muss das auf jeden Fall verlassen, so. So. Mal sehen. Ich teste einfach mal ein bisschen was aus. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Wenn ich das jetzt mache, das jetzt, muss ich einmal rüber. Kann ich so machen. So. Wenn ich dann sowas mache, was mache ich dann am schlauesten? Flop. Und wir haben ähnliches Ergebnis wie eben. Okay, das wird so auch nichts. Jetzt habe ich noch ein Feld. Wenn das reichen würde, ne? Wenn noch ein so eine weiße Fläche übrig bleiben würde, ich würde da rauf springen. Das wäre so schön, wenn es dann das gewesen wäre. So, wenn ich jetzt wieder hier lang springe. Auch wenn die Wand jetzt weg wäre, da würde ich mich freuen. Kann ich daraus was machen? Ich könnte jetzt das hier machen, aber da ist noch diese eine Fläche da. Das ist echt schwer. Und dann ist noch diese eine Fläche wieder da oben übrig. Ah, Mann! Wie schaffe ich das vollständig? So, jetzt.
Halt, stehe ich auch genau auf. Mann, stehe ich genau auf der Fläche, die noch bearbeitet werden müsste. Wie ich jetzt einmal darauf springen könnte, ne? Ich habe folgende Idee. Ich glaube, ich weiß, wie man das lösen kann. Und zwar darf man nicht so viel Auswahl haben. Ich glaube, wir müssen das hier links lösen irgendwie. So, deswegen baue ich jetzt von hier auf. So. Zack, dann ist die wieder leer. Okay, jetzt muss ich aufpassen, was ich mache. So, ich spring mal hier hin. Spring mal hier hin. Wieder zurück. Ah, okay, ich sehe schon. Okay, Leute, das wird scheiße schwer. Ich mache die ganze Aktion nochmal. Obwohl es mir nichts bringt. So, nochmal zurück. Wenn ich jetzt von hier aus springe. Nochmal. Ich habe einen Plan. Und es funktioniert! Scheiße. Nee, rechts ist noch die Fläche. Scheiße. Ich habe für einen Moment gedacht, das war's. Weil ich genau die Fläche vergessen habe. Löse ich die gleich auf. Das könnte ich ja gar nicht lösen. Also ich mache es so mal. Hat sich den Scheiß denn ausgedacht? So. Du liebe Güte, Leute. Das ist doch nicht normal hier. Wieso komme ich da nicht raus? So, jetzt komme ich da raus. Okay. Mir wurde gesagt, es ist schwer. Ja, da hat der Mann auf jeden Fall recht. Gottes Willen. Und jetzt sind wir wieder bei der Aktion von eben. Hui! Oh, Gottes Willen, Leute. Wow, ich bin beeindruckt. Ich bin echt schwer beeindruckt. Ich weiß, ich mache hier gerade random Sachen. Hilft mir das irgendwie? Gott, da muss ich echt mal wieder in die Lösung schauen. Ganz dringend. So. Das muss ich kurz mal wieder ändern hier. Zack. 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 Schade. Und wieder ein Feld, ne? Schön. Geil. Freue ich mich. Zumindest kriege ich sowas immer hin. Ja, mal wieder selber. Wenn ich das jetzt an links verlagere. Okay, jetzt sind die beiden da unten. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ne, das war dämlich. Ich gehe mal zurück. Flop. Flop. Muss ich aufpassen. Jetzt ist noch eins übrig. Jetzt sind zwei übrig wieder. Das wird so nichts. Oh, Alter. Und wieder eins übrig. Wieder das da oben. Schön. Da muss man echt auf der Hut sein, wie man das lösen will. Das ist wirklich schwer. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, 60 Pirat sind berechtigt. So. Was hilft mir auch nicht, ne? Ich springe einfach random rum. Pff, okay. Das ist nicht normal, das Rätsel. Hilfe. Und ich springe random rum, wie es nur geht. Oh Leute, das ist jetzt schon echt drei Viertel des Parts, ne? Ich wollte eigentlich noch andere Sachen machen. So, jetzt habe ich das Ganze weiß gekriegt. Das ist schön. Oder auch nicht. Wenn es das nicht hilft, dann... Hm. So. Springe ich mal rüber. Springe jetzt zurück. Mach dann das hier. Mach das hier. Jetzt sieht es so aus. Ich glaube, so ein ähnliches Bild hatten wir eben schon mal. So. Und ja, wir sind wieder... Gott. Leute, es ist wieder wie von vorne. Ich beginne nochmal ganz von vorne. Da sah es so aus. Gott, Leute. So. Ich muss cutten. Ich habe keine andere Wahl, Leute. Das geht nee, so nicht. Ich habe schon gerechnet, wenn mir schon gedroht wird, dass es so schwer ist. Und es ist schwer.
Leute, wir sehen uns gleich wieder. Mal sehen, ob ich das Rätsel dann gelöst kriege. Bis gleich. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Ich habe eine ganze Weile gesucht, aber ich habe anscheinend hier eine gute Lösung. Und ich denke mal, so viele Schritte sind es auch gar nicht, die man hier befolgen muss, ich gerade. Wir haben jetzt von ganz von vorne angefangen. So, und nun gebe ich genau das ein, was mir hier die Lösung vorgeben. Erster Schritt nach unten. Plopp. So, dann geht's nach rechts. Dann nochmal nach rechts. Dann nach oben. Wir haben schon fast alles weiß. Links. So. Unten. 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 So, dann geht's zweimal nach rechts. Flop. Oben. Zweimal nach links. Das sieht schon scheiße gut aus, muss ich sagen. Unten, links, rechts. So. Ja, jetzt nach rechts und das war's, Leute. Okay, das ging dann doch relativ schnell. Ich dachte, man bräuchte auf jeden Fall mehr Züge, aber anscheinend doch nicht. Nach rechts und das war's. Wir haben alles Schokobraun gekriegt. Yay. Eine schöne Torte. Wow. Und hier ist meine Antwort. Das war nicht einfach. Das hätte ich so schnell nicht hinbekommen, ohne Lösung. Und man glaubt es kaum, Leute, wir haben punktgenau 2000 Pikerat. Auf den Punkt. So. Großartig, professionell gelöst. Der Boden ist wieder richtig gut in Stand. Ein Boden aus Schokolade ist etwas eigenartig, aber sicher köstlich. Ja, bestimmt. Der Mann da unten freut sich auf jeden Fall einen Wolf. Da freue ich mich. Lo. Gut, das wäre gelöst. Wow, das hat fast den ganzen Part lang gedauert. Sorry, aber so ein Rätsel braucht auf jeden Fall Zeit. So, mehr ist ja eigentlich nicht. So, Leute, wir haben, wie gesagt, nicht viel Zeit. Wir gehen mal nach unten. Die Parade geht bald los. Bin mal gespannt, was wir so machen können jetzt noch. So. Na? Sophie, warte einen Moment. Was? Ich? Könntest du heute hier aushelfen? Mhm. Heute ist hier recht viel los und mir fehlt es an Personal. Aber ich muss... Sie kann leider nicht, ne? Frau Rossa, wir sollten wirklich gehen. Eigentlich... wäre das vielleicht eine gute Idee. Was denkst du, Sophie? Ja, eigentlich, wenn ich hier ehrlich bin, dann hat sie hier ein Alibi, also wird sie so schnell nicht gesucht, ne? Ich meine, es ist praktisch für Barbarossa in der Hilfe und wir schleppen nicht Sophie rum, die ja gesucht wird. Okay, wir werden auch gesucht, aber das weiß vielleicht nicht jeder in der Stadt. Naja. Du wärst hier in Sicherheit. Überlass die Nachforschung einfach uns. In Ordnung, wenn du das für die beste Lösung hältst. Aber seid beide vorsichtig da draußen. Selbstverständlich. Wir sind bald mit neuen Informationen zurück. Ist es wirklich eine gute Idee, Sophie herzulassen, Herr Wright? Ich denke nicht, dass Barbara wirklich Hilfe gebraucht hat. Ich denke, sie wollte Sophie nur beschützen. Ja, es kann sein. Ich meine, wenn ihr sonst kein Gast ist oder einfach alle noch schlafen. Oh, ja? Sophie wurde beschuldigt, Arcana zu sein. Wer weiß, was passieren könnte, wenn sie in der Stadt gesehen wird. Oh, na, was meine ich? Sophie musste schon so viel durchmachen. Ich denke, verärgerte Bürger und Ritter mit scharfen Schwertern würden nicht helfen. Jetzt sieht es so aus, als wäre es an uns, eine Nachforschung anzustellen, Luke. Lass uns gehen und ein paar Hinweise finden. Spitzenanwalt und Spitzenlehrling sind unterwegs. Na dann, oh, toll, der andere komische Typ ist auch noch da und hat ein Rätsel für uns, yay. Vielleicht lösen wir es heute ja sogar noch. Drosselbart, was tut ihr an einem Ort wie diesem? Oh, ich weiß schon, ihr tretet hier auf, nicht wahr? Ja, gewiss. Meine verlockend liebreizende Melodien sind in allen Teilen Labyrinthias zu hören. Dieses Wirtshaus ist ein Heim für Musik aller Art. Sagt, ihr seid nicht der einzige Bade in dieser Stadt, oder? Da ist noch so ein Kerl. Paparotti, richtig? Werter Herr, der bloße Gedanke an diesen nichtsnutzigen, betrügerischen Geiger verstimmt mich arg. Und nun ein Lied. Rivalen seid eh in dieser Stadt so klein, Kleidung gar selten, sein Reim eine Pein. Sein Papagei und er, ein Wunder vor Gericht, eine Hexe verurteilt, ein wahres Gedicht. Rivalen? Oh Mann, wer hätte das gedacht, dass es so... Das ist... Okay, Rechtschreibfehler incoming. Yay, oh Mann, wer hätte gedacht, dass es ist so schwer. Das Leben eines Baden ist wirklich nicht fair. Oh. 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 Okay. Das sind mir Rechtschreibfehler. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er jetzt versucht zu reimen. Nun steht er da, fährt wie ein Held und ich stehe hier, verdiene kaum Geld. So kommt es, werte Herren. Ja, dass ich am Stadtplatz spiele und singe und Töne entlocke diesem lieblichen Ding.
Ich verstehe. Ihr wollt also ausdrücken, dass Pavarotti euch den Platz im Rampenlicht gestohlen hat. Ja, genau. Seht ihr die traurige Tragik darin? Die Trauer, sie sagt, dass ich nie gewinne. Doch mich dann dieser Gedanke überkam, als hätte Schöpfer erdacht diesen Plan. Könnte ich meinen eigenen nennen, einen Papagei, dann wäre es mit ihm flugs vorbei. Das Problem ist also, dass ihr keinen Papagei habt? Hielt ich doch in meinen behaarten Händen zwei gefierte Tiere. Das Volk wird rufen nach mir mit Begierde. Okay, ein Tierrätsel. Schön. Ah, Rätsel Nummer 45, Papapare. 30 Pigerat. Okay, ich lese es nochmal vor. Hier ist ein Raum voller Papageien. Jeder von ihnen trägt einen Hut. Jeder Papagei möchte einen Partner, der die gleiche Art von Hut trägt. Ziehe mit den Touchpins eine Linie zwischen den jeweiligen Papageienpaaren. Die Linien dürfen sich nicht überkreuzen. Oh. Okay, Leute. Ziehe eine Linie zwischen jedem Paar, indem du den Touchpin über den Touchscreen führst. Führe den Touchpin von einem Papageien zum anderen, um sie einander zuzuordnen. Berühre zuvor gezogene Linien, um diese wieder zu löschen. Finde alle Papageienpaare. Berühre Antwort, sobald du die Lösung gefunden hast. Gerne, aber nicht mehr in diesem Part, mein Lieben, denn das soll es erstmal gewesen sein. Wir hatten genug Rätsel für heute, meine Güte. Also, meine Lieben, das war's für heute. Im nächsten Part wird erstmal dieses Rätsel gelöst. Und dann mal sehen, was der gute Phoenix Wright und Luke so alles in der Gegend finden an Hinweisen. Bis dann und auf Wiedersehen.